Der zweite Abend aus der Reihe Sei du der Frieden, den die Welt so dringend braucht. Und wir beginnen mit einer kurzen Meditation und lesen zur Einstimmung dieses buddhistische Friedensgebet von Ringu Tulku Rinpoche. In der deutschen Version. Durch die Segnungen der Erwachten und Mitfühlenden, mit der Kraft meiner positiven Handlungen aus den drei Zeiten, Gegenwart, Vergangenheit und auch Zukunft, und durch die aus reiner geistiger Ausrichtung gesprochenen Gebete, mögen alle Krisen, Konflikte, Epidemien und alle anderen Krankheiten, die es in dieser Welt gibt, sich auflösen, und möge die Erde und alle, die auf dieser Erde leben, sich der Fülle des Wohlbefindens erfreuen. Mögen alle lernen, liebevoll miteinander zu leben. Um Frieden zu sein, gilt es erst einmal im Inneren Frieden zu üben. Selbst wenn wir beunruhigt, berührt, betroffen sind von Ereignissen, von denen wir gesehen, gelesen, gehört haben, von denen wir wissen, wie auch immer. Wir dürfen uns der Haltung treu bleiben, nie ganz unsere eigene mentale Stabilität, unsere Friedfertigkeit, unsere Lebensfreude zu verlieren. Und als meditierende Menschen nutzen wir die Praxis der Sitzmeditation, um uns immer wieder zu erneuern, zu stabilisieren, den Geist zu zähmen, zu beruhigen und zu klären. Auch um die Beziehung von Geist und Körper gesund zu erhalten. Wir sitzen auf eine stabile Weise geerdet, fest auf unserem Kissen oder Hocker oder Stuhl. Der Oberkörper aufgerichtet. Wir sitzen aufrichtig. Aus dem Sitz heraus, aus dem Becken ist der Oberkörper so gut aufgerichtet, wie es uns möglich ist. Vielleicht mit einer Rückenstütze, wenn wir diese benötigen, sonst ohne. Sodass wir wirklich in unsere Kraft kommen können, selbst im Sitzen. Was auch immer uns beschäftigt, bedrückt, wir lassen den Kopf nicht hängen, sondern sitzen gerade nun zur Meditation wirklich in unserer schönsten Form. Halten den Körper auch sehr entspannt dabei, mit lockeren Schultern, entspannt abgelegten Armen und Händen. Entspannten Gesichtszügen. Wachen, klaren Augen,
offenen Ohren und atmen ganz natürlich durch die Nase, wenn es geht, ein und aus. Lassen die Atmung sich auf angenehme Weise im Körper ausbreiten, sodass sich der Körper vielleicht etwas weitet mit jedem Einatmen und etwas elastisch wieder zusammenzieht mit jedem Ausatmen, ohne eine besondere Atemtechnik zu verwenden, einfach so. Erlauben wir uns, Ruhe zu finden oder uns zu beruhigen. Der Körper entspannt sich. Der Geist weitet, öffnet und klärt sich. Vielleicht sagen wir uns, wir üben hier nichts Geringes. Wir üben nichts Geringeres, als der Frieden zu sein, den die Welt so dringend braucht. Warten wir nicht auf andere damit, vielleicht noch nicht einmal auf äußeren Frieden, dass alles gut wird oder sich klärt, dass vielleicht Kriege enden, die uns bekümmern, zu Recht. Es muss jemanden geben, der der Frieden sein kann, nach dem sich alle sehnen. Und es muss auch jene geben, die Frieden nicht mit Gewalt herbeisehnen oder führen wollen, sondern auch jene, die in ihrer Sensibilität, in ihrer Einfachheit, in ihrer Natürlichkeit bleiben dürfen, um Frieden zu sein.
Der Buddha über den Krieg von Christopher Titmus, einem englischen Dharma-Lehrer. Er hat es offenbar gesagt, anlässlich des Vollmonds im Mai 2021, dem Tag von Buddhas Erleuchtung, Vesak. Millionen Buddhisten auf der ganzen Welt ehren heute die Erleuchtung des Buddha. Der Buddha wies darauf hin, dass die Befürworter des Krieges und viele derjenigen, die sich am Krieg beteiligen, ein gewisses gesteigertes Vergnügen aus ihrem Verlangen, auf Pali Kama Tanha, sich an militärischen Auseinandersetzungen zu beteiligen, beziehen können. Bewaffnete Organisationen und Soldaten sowie ihre Anführer erfahren ein gesteigertes Selbstgefühl, wenn sie Krieg gegen ihre Feinde erklären und führen. Soldaten fühlen sich erregt durch ihre Bereitschaft, das ultimative Opfer im Namen ihrer Sache zu bringen. Der Buddha hatte keine Achtung vor solchen Opfern, da sie mit so viel Schmerz auf beiden Seiten und Trauma für die Familien, die voller Angst um ihre Angehörigen im Kriegsgebiet sowie um sich selbst und ihre Familie und Freunde zu Hause sind. Der Buddha veranschaulichte die Macht des Glaubens an die Ansichten und das Verhalten derer, die als Helden einerseits und Terroristen andererseits bezeichnet wurden. Er gab als Beispiel: Da hat ein Mann einen König ermordet. Die Polizei erwischte den Mann, der den König ermordet hatte. Das Gericht ordnete seine Enthauptung an. Ein Teil der Bevölkerung, die den König hasste, sah den verurteilten Mann als Held. Ein anderer Teil der Bevölkerung sah in dem Mann einen Terroristen. Sie bejubelten die Hinrichtung des Mannes. Anstatt Krieg und Hinrichtungen zu unterstützen, forderte der Buddha die Mächtigen auf, die Armen, die Benachteiligten und Ausgegrenzten zu unterstützen. Er verkündete, dass Akte des Mitgefühls, die Bereitstellung von Wohnungen, von Arbeit und in der Gemeinschaft zu fördern sind und die Gewalt, der Einsatz von Waffen und Terrorakte zu vermeiden sind. Bei Lob und Tadel hängt die Sichtweise der Menschen davon ab, mit wem und womit sie sich identifizieren. Wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Identifikation mit ihrem Nationalstaat aufgeben würden, könnten sie eine klare Antwort auf die Situation eines bewaffneten Konflikts finden. Dies ist eine zentrale Maxime in den Lehren des Buddha. Die Weisheit des Gleichmuts und der Unparteilichkeit ermöglicht es, die Bedingungen für Konflikte und Kriege zu erforschen und zu verstehen. Dann können die Menschen daran arbeiten, diese Bedingungen zu ändern. Die Einnahme von Parteilichkeit führt zu Ansichten über Gut und Böse, richtig und falsch, Helden und Terroristen. Solche Ansichten blockieren die Fähigkeit, auf einer tieferen Ebene zu schauen. Soldaten, Kämpfer und Opferbereitschaft. Opfer spielen eine Schlüsselrolle in Kriegsangelegenheiten. Wenn Soldaten und Kämpfer für ihre persönliche Leistung immense Belohnungen und Prestige für persönliche Opfer erhalten können, sie können als Helden nach Hause zurückkehren, mit Medaillen, eine Beförderung im Militärdienststand, die Aufmerksamkeit der Medien erhalten. Manche glauben, dass sie nach ihrem Tod in den Himmel kommen, weil sie ihr Leben in einem gerechten oder heiligen Krieg gegeben haben. Zwei Begriffe, die von Menschen mit weltlicher und oder religiöser Überzeugung häufig verwendet werden. Für den Buddha waren diese Ansichten der persönlichen Aufopferung und der anschließenden Belohnung im Militär keine Berechtigung. Yodhi Jiva, ein ranghoher Offizier in der Armee, sagte einmal dem Buddha gegenüber, dass er glaube, dass ein Soldat, der im Kampf stirbt, in den Himmel käme. Was sagst du dazu? Fragte er den Buddha.
Dreimal weigerte sich der Buddha zu antworten, und dann antwortete er unverblümt: Jemand, der sich im Kampf verausgabt, dessen Geist ist bereits niedrig, verdorben, fehlgeleitet von dem Gedanken, lasst uns diese Menschen töten. Der Buddha sagte, solche Soldaten kämen in die Hölle, nicht in den Himmel. Die Hölle beinhaltet den Verlust von Glück, den Verlust von Liebe, posttraumatische Belastungsstörungen, ungelöste Gewalt, Depression, Selbstmordgedanken, Selbstverletzung, Selbstmord und der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Dann fügte der Buddha einen weiteren unverblümten Punkt hinzu, oder einen weiteren Punkt unverblümt hinzu. Das ist aus dem Englischen übersetzt. Er sagte, dass diejenigen, die die Ansicht vertreten, dass die in der Schlacht getöteten Soldaten in den Himmel kommen, für diese Ansicht auch in den Himmel, auch in die Hölle kommen können. Allein für die Ansicht, nicht nur für die Tat. Yodhijiva traten Tränen in die Augen. Ich weine nicht wegen dem, was du gesagt hast. Ich weine, weil meine religiösen Führer mich lange Zeit getäuscht, betrogen und hintergangen haben. Solche Ansichten von Yodhijiva und religiösen Autoritäten bestätigen die Verblendung im Glauben an die inhärenten Realitäten von wir über sie. Je größer die Identifikation mit der Vorstellung von uns ist, desto größer ist die Übertragung von Schuld und Hass auf sie. Diese Dualität von wir und sie führt zu Angst, Gewalt und fortgesetzter Entmenschlichung. Wir haben jetzt an diesem Abend, von dem auch diese Videoaufnahme stammt, eine ganze Weile unter den Teilnehmern diskutiert, wie uns dieser erste Text berührt hat, gefallen hat, was er in uns ausgelöst hat. Auch diese Gegenüberstellung von Himmel und Hölle haben wir besprochen, wobei wir auch darüber gesprochen haben. Einige Teilnehmer sagten, dass sie mit diesen Ausdrücken Himmel und Hölle ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber Christopher Titmus hatte ja erläutert, was er unter Hölle versteht oder was alles zum Erleben einer menschlichen, emotionalen Hölle gehört und so weiter. Und wir haben auch den Begriff der Empörung etwas diskutiert, weil nämlich man früher oder später, wie in diesem Gespräch heute Abend auch, man an den Punkt kommt, wo man sich fragt, gibt es denn nicht so etwas wie eine angemessene Empörung, vielleicht sogar eine Empörung aus Mitgefühl über Unrecht, über etwas ganz Schreckliches, was nicht passieren sollte und vielleicht doch passiert oder passiert ist. Und das ist ein wirklich spannendes, wichtiges Thema zu unserem ganzen Anliegen hier. Wie geht man mit Empörung über Unrecht, über ja, Schreckliches um? Und ich möchte hier jemanden zu Wort kommen lassen, den ich tatsächlich vorgestern erlebt habe. Ihr kennt ihn vielleicht alle. Das ist der Sänger Konstantin Wecker. Der hatte vorgestern in Troisdorf bei Bonn ein, ich finde, immer wieder fantastisches Konzert gegeben. Ich habe ihn schon mehrmals erlebt. Und Weckers Thema ist tatsächlich einerseits Empörung zum Ausdruck zu bringen über Unrecht, über das, was er als schlimm, schrecklich, falsch in der Welt erkennt. Aber auf der anderen Seite gleicht er immer noch, er ist jetzt 77, 78 Jahre alt, seine Empörung aus durch Wertschätzung für das Schöne, das Wahre, das Gute, die Lyrik, die Poesie. Die Lieder sind wunderschön, er hat wunderschöne Melodien, sie spielen Klavier, er und sein Pianist zusammen. Und dadurch bekommt die Empörung einen anderen Kontext. Er hatte auch erwähnt, dass er sich vor allen 1000 Leuten als Mystiker versteht und sich viel mit dem Buddhismus beschäftigt hat. Ich weiß, dass er, oder man weiß, es gibt ein Buch dazu, dass er mit Glassman Roshi befreundet war, dem Zen-Meister,
der diese Retreats in Konzentrationslagern und anderswo zum Zeugnis ablegen entwickelt hatte und da auch viele Menschen versammelt hat an solchen Orten wie Auschwitz und anderswo. Ich denke, da war Wecker involviert und hat auch dieses Zusammenwirken von Erschütterung, Empörung, aber friedvoll bleiben und das Leben unbedingt leben wollen und nicht seine Liebe, sein Mitgefühl verlieren im Angesicht des Schrecklichen. Er bekennt sich zum Pazifismus und dieses Wort fällt auch hier in diesem Text aus seinem neuen Buch, das er zusammen mit Margot Käßmann geschrieben hat. Das Buch heißt Entrüstet euch. Das klingt nach Empört euch. Das waren die Bücher von Stéphane Hessel, einem französischen Philosophen, Stefan Hessel, Hessel. Und dessen Bücher Empört euch, oder wie das zweite hieß, hatten auch einen großen Einfluss. Und nach dem Beginn des Kriegs über die Ukraine durch ja, Russland und so weiter, haben Wecker und Käßmann dieses Buch geschrieben. Ein Interview wurde mit ihnen gemacht. Sie haben kleine Aufsätze noch hineingesetzt und dann andere Sprecher, Schreiber noch zu Wort kommen lassen. Das ist also aus dem Buch Entrüstet euch und aus Weckers Beitrag Der Frieden braucht eine Revolution. Ich kürze den Anfang etwas ab. Als Künstler empfinde ich es als Auftrag, auch utopische Ideen in die Welt zu tragen. Und ich träume weiter von einer liebevollen und herrschaftsfreien Gesellschaft, in der sich nicht der eine über den anderen erhebt und in der das Kämpfen ausgedient hat. Das mögen andere als weltfremd bezeichnen, aber ich sehe keine Alternative dazu. Solange ich kann, werde ich dem Pazifismus meine Stimme geben. Denn es wäre eine Katastrophe, wenn dieser wunderbare Gedanke des Friedensschaffens ohne Waffen jetzt zugrunde gehen würde. Es ist erschreckend zu erleben, was in den letzten Monaten passiert ist, wie sich die Sprache in den Diskussionen über Krieg und Frieden verändert hat, dass nun wieder mit dem Säbel gerasselt und gedroht wird von allen Seiten. Irritiert bin ich auch, welche Wandlung die grüne Politik in kürzester Zeit durchgemacht hat. All das ist furchtbar und macht mir Angst. Den Kniefall, den Robert Habeck als Wirtschaftsminister vor dem Regime in Katar gemacht hat, finde ich unglaublich. Dass es plötzlich wieder in Ordnung zu sein scheint, von solchen Ländern, die die Menschen unterdrücken, Gas zu beziehen. Menschen wie mir, die davon überzeugt sind, dass Konflikte auch anders zu lösen sein müssen als mit Gewalt, wird vorgeworfen, dass wir mit unserer Haltung das Leben Unschuldiger gefährden, weil wir einem Aggressor wie Wladimir Putin und seiner Armee nicht mit Waffen entgegentreten wollen, um Frieden zu erzwingen. Das finde ich paradox. Bis auf ganz wenige Ausnahmen wurde ein wirklich gewaltloser Widerstand in Kriegszeiten noch nie wirklich probiert. Es gibt Beispiele, über die leider viel zu wenig in den Medien berichtet wird. Auch in der Ukraine sind unbewaffnete Menschen auf russische Panzer zugegangen und die Soldaten haben umgedreht. 1943, das ist leider auch viel zu wenig bekannt, hat die dänische Bevölkerung 7000 dänische Jüdinnen und Juden vor dem Tod bewahrt, indem sie sie versteckt haben, indem sie Widerstand gegen die Besatzer geleistet haben. Was wäre, wenn Zehntausende friedliebende Menschen aus ganz Europa den Aggressoren unbewaffnet entgegentreten würden? Würde dann auf sie geschossen werden? Ich weiß es natürlich nicht mit letzter Sicherheit zu sagen, aber es wäre auf jeden Fall eine Chance und vielleicht wirkungsvoller als immer mehr Waffen, Bomben, Granaten und Kampfdrohnen in ein Kriegsgebiet zu liefern. Vor 2 Jahren mittlerweile werden ganz andere Waffen dorthin geliefert. Man muss auch einmal anfangen und den ersten Schritt auf ein neues Feld wagen. Ich bin vor allem Künstler, kein Politiker, und ich werde diese Idee weitertragen, denn es ist eine Idee zur Rettung der ganzen Menschheit. Wir müssen irgendwann beginnen, Frieden zu schaffen ohne Waffen.
Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen, sagte Erich Maria Remarque, Autor des Antikriegsromans Im Westen nichts Neues nach dem Ersten Weltkrieg. Das trifft den Punkt. Wer von denen, die heute dafür plädieren, Deutsche müssten ihre Verantwortung in der Welt vor allem tötend und sterbend stärker wahrnehmen, zieht denn schon persönlich in den Krieg? Wie zu allen Zeiten schickt man unsere Jungs in die Schlacht, unsere Jungs in Anführungsstrichen. Über die Notwendigkeit von Kriegen, wieder Anführungsstriche, schwadronieren gesetzte Damen und Herren aus sicherem Abstand. Das blutige Geschäft müssen dann andere verrichten. Und wie zu allen Zeiten ist das erste Opfer im Krieg die Wahrheit. Wladimir Putin behauptet, eine militärische Spezialoperation in der Ukraine durchzuführen, um das Land von den Nazis zu befreien, die die Bevölkerung bedroht. Dabei ist der ukrainische Präsident Wlodomir Selenskyj jüdischer Abstammung und die Argumente für den Krieg entbehren jeglicher Grundlage. Letztlich geht es um Macht. Erinnert die Behauptung, Anführungsstriche, es handle sich um eine Befreiungsaktion, nicht fatal an jene, Anführungsstriche, erdrückenden Beweise, die George W. Bush den Vorwand zum Einmarsch in den Irak lieferten? Es ist erschreckend, wie lückenhaft das Gedächtnis der Menschheit ist, wenn es um Kriegslügen geht. Der Angriff auf den Irak im Frühjahr 2003 und die Besetzung durch die USA bis 2011, 8 Jahre war der Irak von USA besetzt, habe eine halbe Million Iraker das Leben gekostet, sagt eine US-Studie. 500.000 Irakerinnen sind ermordet worden, aus humanitären Gründen, wie es hieß. Sie sollten ja von einer Diktatur befreit werden. Befreite Tote? Wer es, wie ich, damals gewagt hatte, den Krieg und das Vorgehen der USA zu kritisieren, wurde als anti-amerikanischer Verschwörungstheoretiker und als Saddam-Hussein-Versteher verunglimpft. Heute weiß man, dass George W. Bush mehrere hundert PR-Agenturen beauftragt hatte, um pazifistischen Weicheiern, wieder Anführungsstriche, und anderen antimilitaristischen Zweiflern den Krieg schmackhaft zu machen. PR-Agenturen wurden beauftragt. Heute wird das gleiche Spiel wieder gespielt. Und statt der Hussein sind nun die Putin-Versteher ins Visier der Bellizisten geraten. Also ihr merkt die Empörung, ja? Als gäbe es nichts Schlimmeres als den Versuch, die andere Seite zu verstehen, was ja mit Zustimmung zu all ihren Taten gleichzusetzen ist. Ich bin genauso wenig ein Putin-Freund, wie ich im Irakkrieg den Diktator Hussein unterstützt habe. Ich bin ein Freund des Friedens und Verfechter der Gewaltlosigkeit. Glaubt denn wirklich noch irgendein aufgeklärter Mensch, dass wir um der Demokratie willen streiten und bomben? Hans-Peter Dürr, der leider verstorbene große Physiker, Umwelt- und Friedensaktivist, schrieb: Man braucht kein Pazifist zu sein, um zu erkennen, dass Krieg in seiner heute üblichen hochmechanisierten Overkill-Form nicht mehr rational als Problemlöser fungieren kann, dadurch ihn in der Regel vor allem Unschuldige, jetzt und auch künftig Lebende, getroffen werden und nicht die vermeintlichen oder gar eigentlichen Schurken. Mit Superkeulen, die großzügig und indifferent Lateralschäden in Kauf nehmen, lassen sich, ganz nüchtern betrachtet, Menschenrechte schlicht nicht erzwingen. Das sind die Worte von Hans-Peter Dürr. Karl Kraus, der die Manipulation der Massen in den Zeiten des Ersten Weltkriegs durchschaute und wie kein anderer messerscharf analysierte, sagte: Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Die Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie es lesen. Das ist ein Zitat. Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie es lesen. Wir täten heute gut daran, uns auf Karl Kraus zu besinnen. Als einer der Pioniere der Medienkritik hatte er erkannt, dass die Medien die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern erzeugen, dass Meinungen und Stimmungen nicht einfach entstehen, sondern gemacht werden, schreiben Matthias Bröckers und Paul Schreier in ihrem lesenswerten Buch Wir sind die Guten, in Anführungsstrichen, oder ehrlich gesagt kursiv geschrieben.
Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich bewusst mit Nachrichten und Zeitungen. Niemals habe ich annähernd eine derartige Propagandaschlacht erlebt wie heute. Es ist erschreckend zu sehen, wie sich manche Leitmedien, obwohl sie mit zum Teil sehr klugen Kommentaren überhäuft werden, penetrant weigern, ihre Leser ernst zu nehmen. Noch ist allenthalben viel gesunder Menschenverstand, sind Mitgefühl und kluge Zurückhaltung in der Bevölkerung verbreitet. Aber durch den Dauerbeschuss mit Un- und Halbwahrheiten kann man den Menschen diese Eigenschaften auch nach und nach aberziehen. Wie macht man ein friedliebendes Volk kriegslüstern? Man hat dies unter anderem zu Beginn des Ersten Weltkrieges gesehen, durch Propaganda, durch Erfindungen und Lügen, durch Erschaffung eines Feindes. War es nicht immer schon so? Die Menschen wollen keinen Krieg, bis man dieses Wollen durch gezielte PR in die richtigen Bahnen lenkt. Anlässlich eines Gedenkens für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges rief Papst Franziskus während einer Messe an der italienischen Gedenkstätte Fogliano Retipulia vor 100.000 Menschen: Der Krieg ist Wahnsinn! Mit einer vehementen Anklage gegen Waffenhändler und Kriegshetzer gedachte der Pontifex der Toten aller Kriege. Und er zog Parallelen zu jener Epoche, deren trauriges Jubiläum wir 2014 feiern. Wie 1914 entstünden auch heute Kriege durch geopolitische Pläne, Geldgier, Machthunger und die Interessen der Waffenindustrie. Die Geschäftemacher des Krieges verdienen damit viel Geld und haben durch ein verdorbenes Herz das Weinen darüber verloren. Das sagte Franziskus, der mir immer mehr aus dem Herzen spricht. Und jetzt tritt er im Ukraine-Konflikt entschieden für den Frieden ein. Und er wurde auch schon als, wie hieß es da, im Bundestag sogar, Putin-Versteher oder Putins Kolonne oder sowas bezeichnet, der Papst. Während das Volk, das habe ich jetzt gesagt, während das Volk mit Brot und Spielen gefüttert wird, wobei es mit dem Brot speziell für die wachsende Schicht der Armen im Land hapert, dealt die Große Koalition fleißig weiter mit Waffen. Für lumpenreine Demokratien wie Saudi-Arabien, Algerien, Ägypten und Katar. Mit diesen Waffen wird gemordet, das kann man sich schönreden, wie man will. Sie werden in der jeweiligen Region weiterverkauft, ohne dass Deutschland auch nur irgendeine Form der Kontrolle darüber hätte. Vermutlich will man das aber auch gar nicht. Zu große Zurückhaltung beim Töten könnte Arbeitsplätze in der heimischen Rüstungsindustrie gefährden. Eine neue Kultur des Krieges entsteht gerade, wie es Jakob Augstein in einem seiner hervorragenden Kommentare betonte. Eine Kultur des Krieges, in die sich auch die Grünen, einst die Partei Petra Kellys, einreihen, etwa wenn Anton Hofreiter fordert, wir müssen jetzt endlich anfangen, der Ukraine das zu liefern, was sie braucht, und das sind auch schwere Waffen. In einer Zeit, in der es mehr bewaffnete Konflikte gibt als je zuvor, wird nun aus allen Ecken wieder auf den Pazifismus eingeprügelt. Anstatt sich ernsthaft Gedanken zu machen, wie der Friede vorbereitet werden kann, denkt man in bestdotierten Thinktanks darüber nach, wie man neue Märkte erschließen kann, mit Waffen, mit Gewalt und der immer gleichen Anmaßung, sich auf der Seite des Guten zu bewähren. Und ein armer, missbrauchter Gott wird wohl bis in alle Ewigkeit die Waffen in Segen müssen, vorzugsweise für beide Varianten des Guten. Wo bleibt da der Gott der Liebe, des Verzeihens und des Erbarmens, wie er etwa von Jesus gelehrt wurde, der sich eher verletzen und töten ließ, als auch eine einzige Verletzung eines seiner Feinde zuzulassen? Vergessen, verjagt, ausgeklammert aus Gehirnen, die sich von der Logik des Krieges haben kolonialisieren lassen. Uns wird weisgemacht, dass Frieden noch immer das Endziel westlicher Politik sei. Selbstverständlich erst, nachdem mit Waffengewalt eine gerechte Ordnung in den Konfliktregionen geschaffen wurde. Was wäre aber, wenn beispielsweise eine andauernde Instabilität im Nahen Osten geradezu erwünscht wäre,
um militärische Dauerpräsenz damit zu rechtfertigen? Was wäre, wenn all der Wahnsinn wohl gelitten wäre, um immer wieder aus humanitären Gründen eingreifen zu können, wieder Waffen verkaufen zu können und die Welt in Unruhe zu halten? Es wäre ehrlicher zuzugeben, dass das kapitalistische System immer wieder Kriege braucht, um sich am Leben zu halten. Was derzeit geschieht, macht mir Angst. Wenn die maßvollen und vernünftigen Kräfte es nicht schaffen, eine gewaltige internationale Friedensbewegung auf die Beine zu stellen, die ein eindeutiges Mit uns nicht skandiert, kann es passieren, dass Europa wieder in einem Krieg verbrannt wird. Deutschland hat im Jahr 2021 fast 53 Milliarden Euro für Militär ausgegeben, aber nur 55 Millionen für den Friedensdienst. Das sagt eigentlich alles. Eine friedliche Welt war dem freien Markt und seinen Kriegsgewinnern immer schon ein Dorn im Auge. Auch um der nur allzu offensichtlich kriegsfreundlichen Meinungsmache in den großen Medien etwas entgegenzusetzen, haben wir uns entschlossen, dieses Buch, entrüstet euch, herauszugeben. Unser Duett, also zusammen mit Margot Käßmann, der ehemaligen Bischöfin der evangelischen Kirche. Unser Duett soll zu einem ganzen Chor aufrechter und kluger Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart anschwellen, der mit aller Vehemenz für die Sache des Friedens eintritt. Wir glauben weiter an die Kraft der Veränderung. Ungehorsam ist nun gefragt. Wir sollten Schulen des Ungehorsams gründen, um ein Gegengewicht gegen die die Seele deformierenden Gehorsamsschulen des Militärs zu schaffen. Zuallererst müssen wir uns gegen die Nebelkerzen wehren, mit denen wir täglich beschossen werden. Aber wenn sich der Nebel endlich gelichtet hat, sind wir dann auch bereit, aufzustehen? Was wäre, wenn der Friede kein Wunder bräuchte, sondern eine Revolution? Ja, und dann gibt es natürlich Lieder und Gedichte. Und schau mal gerade auf die Uhr, 20 nach 8. Es würde eigentlich gut passen, jetzt noch ein Lied zu hören oder einen Gedichttext. Und gar nicht mal von Becker selbst, sondern von, kleinen Moment, ich suche noch das Passende. Ist zu lang. Vielleicht doch das. Wenn unsere Brüder kommen, ein Lied von Konstantin Wecker aus dem Jahr 1982. Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Sie sehen aus wie Feinde, sie tragen Uniformen. Sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen. Auch wenn sie anders sprechen, wir wollen mit ihnen reden. Es sollen die Präsidenten sich doch allein befehden. Jedoch, bevor sie kommen, wäre es gut, sich zu besinnen. Ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen. Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren.